Nach dem Ladescreen Nahkampf, Treten und Werfen können verstärkt werden, indem du die Taste gedrückt hältst. Okay. Merke ich mir mal. Ich habe die Steuerung sowieso ein bisschen umgeändert, weil ich ja, wie gesagt, an meiner Maus zum Beispiel viel zu viele Tasten dran habe, die ich auch für irgendwas verwenden will. So habe ich zum Beispiel Nahkampf jetzt auf meiner Maus. Bla bla bla. Zweite Chance. Wir haben anscheinend den Anzug gekriegt. Und was zum Teufel ist das da? Das ist kein Mensch mehr. Alcatraz, mehr kann ich nicht tun. Und zwar für keinen von uns. Sie sind meine letzte Chance. Ghouls letzte Chance. Die letzte Chance für uns alle. Ich bin verbraucht. Eine wandelnde Leiche. Ich bin verseucht. Aber Sie, Sie können diese Sache zu Ende bringen. Sie müssen es tun. Erinnert mich an Star Wars. Die Helmabsetz-Szene. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja, ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab ihm den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Finde und beschütze Nathan Gould. Knacke das Vorhängeschloss. Ja, das ist vielleicht ein Schock für Leute, die das Spiel nicht kennen. Das war Prophet, unser guter Freund aus dem ersten Teil. F halten, umsehen. Ja, das ist unser Ziel. Übrigens, ja, wenn man jetzt sprintet, verbraucht man automatisch Anzugsenergie. Was steht denn da rechts unten? Sie wissen, die drei Teile: Panzerung, Energie und Stealth. Aha, gut. Unsere Waffe ist leer, wie man vielleicht sieht. Der gute Prophet. Oh, eine Marke. Hä? War keine Absicht. So, hallo. Jetzt aber. Ich werde versuchen, nicht viel zu sterben bei dem Spiel. Also ich werde versuchen, mich zurückzuhalten, auch wenn es mir nicht einfach fallen wird. Und, ja, ich werde versuchen, auch nicht jetzt in alles reinzurennen, sondern vielleicht ein bisschen Stealth vorzugehen. Also mich vielleicht an Sachen vorbeischleichen und so weiter. So wie das Spiel gedacht ist, so wie der Vorgänger auf jeden Fall war. Da konnte man nicht überall reinrennen. So, erstmal Laptop anhören. Hier spricht Dr. Akila Roy, E-Med Krisenteam 1. Heute ist der fünfte Tag und wir haben praktisch noch keine Fortschritte beim Aufhalten der Infektion mit dem Manhattan-Team gemacht. Toxine zeigen vorübergehend Wirkung, vor allem Tramarovax und seine Generika. Aber letztlich schreitet der Prozess immer weiter voran. Wir können nichts anderes tun, als den Menschen beim Sterben zuzusehen. Jetzt wirklich nicht politisch werden. Nein, Jeff, Sie müssen es wissen. Ich möchte geben. Nach Ausrufung des Kriegsrechts hat Sensi brutal und rücksichtslos verhalten. Ganz was Neues. Diese Kerle von der Privatarmee haben von Anfang an nur Panik verbreitet und sich uns in den Weg gestellt. Sie sind ihrer Aufgabe nicht gewachsen und je schlimmer die Lage wird, desto brutaler gehen sie vor. Und nach der Abriegelung der gesamten Insel auf Befehl von Commander Lockhart... Hey, das geht nicht. Zum Teufel machen Sie da eigentlich? Aus dem Weg, Doc! Es ist zu Ihrem Besten! Ja. Da sind wohl welche gegen die Cell, von denen wir im Vorspann gehört haben. Prophet?
die... Hier ist Gold. Hören Sie mich, Mann? Prophet? Hallo, schlechter Empfang. Sorry, hab kein Geld drauf. Letztes halt ein Megasprung. Hui. Prophet? Hören Sie mir zu. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. Okay, welche Marines? Wahrscheinlich waren wir einer von den Marines, die Prophet finden soll, aber er hat ja nur uns gefunden, irgendwie. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, man kann hier verschiedene Mega-Attacken ausführen. Das war gerade ein Megaschlag, das andere war ein Megasprung. Das mit der Tastatur vorhin war ein Mega-Wurf. Bla bla bla. So, ja. Wir haben übrigens noch keine Fähigkeiten freigeschaltet vom Anzug, so wie Stealth und so. Hier, so hier Waffe können wir verändern. Nanosuit kann man jetzt hier mit Katalysatoren verbessern. Dann haben wir hier eben Panzer, Stealth und das haben wir auch noch nicht. Ja, öffnen wir mal die Tür. Ja, so geht's auch. Und da sieht man schon mal eine geile Grafik. Wieso öffnen mit B? Wer taktische Weise erwirbt eine verbesserte Schlagwortübersicht. Du kannst auch Waffen, Ausrüstung und taktische Möglichkeiten scannen. Die Zoom-Funktion des Weißers ermöglicht dir die Beobachtung aus sicherer Entfernung. Das ist eine Sie, Prophet, der Sachen. Sekunde. In der gesamten Downtown nach Ihnen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Bahne dir einen Weg durch das Lager. Gut, das ist eine der Sachen, die mir sehr gut gefallen, der taktische Weiser. Das ist jetzt dann wirklich dieses, der größte Teil Taktik an dem Spiel, finde ich. Der Weiser, der einem die verschiedenen Möglichkeiten angibt. Hier drüben können wir sie, hier können wir es nehmen. Von irgendwo konnten wir noch flankieren, soweit ich weiß. So, einmal nachladen. So, jetzt können wir natürlich noch nicht in Stealth-Mode gehen. Was ein bisschen doof ist. Muni voll. Hier drüben noch irgendwas Besonderes. Auch normale Muni nur. Man kann sich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es irgendwann kann, ich habe es nicht in den Einstellungen gefunden, nicht hinlegen. Was ich ein bisschen komisch finde. Aber, naja. Maus 1 schießen. Echt? Das sagt er mir früh genug. Da müssen wir lang. Wo ist der? Da war. Der ist aber noch da irgendwo. Oder? Oh, ein Scar. Lebt nicht mehr, oder? Nee. So, was haben wir denn hier drauf? Nichts Besonderes. Kimmelkorn, kein Aufsatz, halbautomatisch, ja. Aber wir werden noch früh genug Sachen finden. Die Scar war ja eine der besseren Waffen im Vorgänger, wenn nicht die beste. Aber wie gesagt, der Vorgänger ist meiner Meinung nach nicht mit dem Spiel zu vergleichen. Es ist eine komplett andere Art von Spiel. Auch wenn sie das gleiche Ziel verfolgen. Die Stealth-Anzeige gibt den Grad der feindlichen Wahrnehmung an. Tarnmodus. Tarnfeld aktiviert. Juhu, endlich wieder. Das Tarnfeld bringt vorübergehende Unsichtbarkeit, um nicht entdeckt zu werden und feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung im Tarnmodus verbraucht viel Anzugenergie. Ja, sieht man. Kennen wir auch schon aus dem Vorgänger. Dafür ist es cool, dass wir Leute
so schön von hinten einfach mal messern können. Und dass wir, vor allem was mir sehr gut gefällt, dass wir automatisch wieder in den Zahnmodus reingehen. Und wir haben etwas wenig Muni. Moment. Was haben wir hier? Benutzen. Springen. Neutralisieren. Moment. Hier. Was haben wir hier? Haben wir die? Okay, Muni ist aufgenommen. Wow. Was? Okay, Sekunde. Ist da irgendwer oder irgendwas sauer auf uns? Was ist da? Oh. Nett. Uns haben mich noch nicht mal bemerkt. Können wir es nochmal machen vielleicht? Schade. Aber, die steht falsch rum. Es wäre etwas sinnlos, wenn wir die auf uns selber richten würden. Das ist der einzige. Ja, das war glaube ich so ziemlich der einzige. Sollen wir hier springen? Ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. So, ich versuche so viel wie möglich taktische Optionen mitzunehmen. So. Da kommt was. Einfach mal alles markieren. Deckung. Ja, da sind wir schon lange nicht, noch lange nicht. Erstmal benutzen. Ja, ich glaube nicht, dass ich das alles markieren muss. Schütze von Cell. So, machen wir den Visor mal zu. Gehen wir hier runter. Okay. So. Keine Muni mehr, das ist schade. So. Okay. So. Munition aufgehoben, gut. Ich versuche mal die von den anderen auch noch zu nehmen. Das ist auch gut, dass man hier die Muni automatisch einsammelt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr so realistisch ist dann, aber wir brauchen es schon hundertprozentig realistisch. Ich nicht. Also, gut, ist sowieso nicht hundertprozentig realistisch. Realistisch. Aber naja. So, was haben wir denn hier? Oh. Beobachten. Kann man die Sachen irgendwie... Ich hätte es gerne markiert auf der Karte. Die 5. Oh oh. Da kommt was. Wie kriege ich den jetzt down, ohne dass der da hinten mich bemerkt? Oder soll ich zuerst... So. Und jetzt sollten... Okay, da hinten ist einer drin. Aus dem Leck ist gerade höllisch. Ist wahrscheinlich, weil hier gerade so viele Gegner auf einmal sind. Hm. Ja, schlau! Schlau seid ihr, der ist nicht ernst. Ich dachte schon, der wird down.